Ilka Fischer hat gerade ihre Schicht angetreten, als ein Mann auf der Flucht vor zwei wütenden Frauen die Wache stürmt. Doch die Hetzjagd hat einen guten Grund. Die haben mich attackiert, hier mit Pfefferspray und alles, und haben mir die Handtasche ins Gesicht geschlagen. Das ist doch nicht mehr normal. Ja, dann bleiben Sie einmal kurz hier stehen. Glauben Sie, kein Wort. Ich hab nichts gemacht. Deswegen kannst du einmal kurz alles kommen. Ich hab sie doch nicht mehr alle. Einen Moment bitte. So. Was ist denn hier los? Er sagt gerade, er ist angegriffen worden von den beiden Damen. Er kam jetzt alleine. Sie sind jetzt gerade hinterhergekommen mit Pfefferspray, Handtasche ins Gesicht geschlagen oder so. Von Ihnen weiß ich jetzt noch gar nichts. Okay, dann kommen Sie mal am besten mit in mein Büro. So. Einmal da lang. Sie gehören jetzt hier zu dem Herrn. Dann gehen wir einmal rüber. Dann sprechen wir mal da drüben. Bei Pfefferspray ist das natürlich immer eine ganz heikle Geschichte. Das benutzen viele ja doch ganz gerne. Das ist auf jeden Fall die bessere Alternative. Pfefferspray sagt man auch nur langläufig, es ist ja Tierabwehrspray, gegen Menschen nicht einzusetzen. Auch das ist mindestens eine Körperverletzung. Also man sollte das sehr wohl abwägen, aber es ist legal zu kaufen. Mhm. Herr Rath, was ist denn jetzt genau passiert? Ich hatte heute Aufnahmen ganz normal, wie immer. Okay. Es ist alles super gelaufen. Mit der Carina zusammen und... Es war ein super Tag. Wir haben vorher sogar noch was zusammen getrunken. Technik lief, alles lief super. Mhm. Und dann auf einmal flippt die total aus. Will einfach abhauen, faselt da irgendwas rum von irgendwelchen Fotos. Ich wollte sie nur aufhalten. Mann, ich hab ihr nichts getan. Carina ist jetzt eine von denen? Ja, die mit dem, der roten Jacke an. Ah, okay, okay. Ich wollte die nur aufhalten. Weil wir gerade echt super im Flow waren und alles. Und dann sprüht die mich mit Pfefferspray ein. Und auf einmal kam noch die Denise dazu und haut mir die Handtasche ins Gesicht. Gucken Sie mal, wie ich aussehe. Wenn das an die Presse kommt, dann habe ich eine schöne Schlagzeile. Und wer ist Denise? Ist das eine Freundin oder ist die auch bei Ihnen unter Vertrag? Die hat bei mir gearbeitet. Die war Tontechnikerin. Die habe ich aber irgendwann mal entlassen, weil es nicht mehr ging. Er ist ein bekannter Schlagerproduzent. Okay, ich, sagt mir jetzt nichts. Wie heißt der? Jens Rath. Okay, Herr Rath. Ich bin Schlagersängerin und meine Freundin Denise hat mir ein Probevorsingen bei ihm arrangiert, weil sie lange bei ihm gearbeitet hat. Okay. Ja, ist nicht soweit auch eigentlich alles ganz gut. Wir haben angestoßen mit einem Glas Sekt. Wir haben uns super gut verstanden. Die ersten Aufnahmen liefen eigentlich auch soweit gut. Zumindest habe ich das Gefühl gehabt. Ja. Dann wollte ich mich für die nächste Aufnahme umziehen. Okay. Und bekam wenig später von Carina, von Denise. Jetzt bin ich schon ganz durcheinander. Magst du mal einen Schluck Wasser trinken? Bist, glaube ich, ein bisschen aufgeregt. Ja. Komm, trink mal was, das ist ganz gut. Sie hat mir auf jeden Fall Aufnahmen geschickt in Unterwäsche. Von mir in Unterwäsche? Nein, von mir in Unterwäsche. Von Ihnen? Die dann kurz davor entstanden sind. Und die waren auf einer Erotikseite für Sexdates. Moment, ich verstehe jetzt nicht. Also, Sie waren in Unterwäsche? Wo kam das denn her? Aus der Umkleide. Ich wollte mich umziehen für die nächste Aufnahme. Ach, das ist währenddem entstanden, während Sie sich umgezogen haben? Genau. Aha, also er muss mich heimlich fotografiert haben und hat es dann auf eine Sexo-Homepage gestellt. Und Sie haben es gemerkt? Ich habe das online gesehen, habe sofort Alarm geschlagen und habe es ihr geschickt, weil ich gedacht habe... Was machen Sie denn auf Sexseiten? Das ist doch Karin. Ich war im Internet unterwegs und dann wurde mir sowas in einem Dropdown-Menü angezeigt. Und dann dachte ich, das ist doch Carina. Also, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und hab's ihr sofort geschickt, war Gott sei Dank zufällig in der Nähe unterwegs im Einkaufen und bin dann sofort vorbeigekommen und sehe, wie sie ihn attackiert mit Pfefferspray. Ja, da frage ich natürlich jetzt nicht lang, ob sie im Recht ist, weil ich vertraue ihr dann natürlich. Natürlich. Und bin dann mit der Handtasche nochmal, also... Aber ich bin erst mit Pfefferspray auf ihn los, als er mich nicht gehen lassen wollte. Ich wollte das vorsingen, unterbrechen. Also Sie haben sich umgezogen, Sie haben beim Umkleiden die Nachricht von Ihrer Freundin bekommen? Ja, kurz danach. Also ich wollte mich vorbereiten für die nächste Aufnahme, war schon umgezogen, bekomme eine Nachricht und habe dann gesehen, dass ich auf einer Sex-Homepage zu sehen bin. Ich weiß nicht, ob du Haben Sie ihn dann angesprochen, den Herrn Rath? Ja, ich habe ihn damit konfrontiert. Ich habe sofort das Probesingen, egal wie gut es lief, sofort sein lassen. Habe gesagt, ich möchte gehen. Er hat mich nicht gehen lassen. Okay. Ja, und jetzt habe ich hier so zwei wild gewordene Hühner am Hals. Mhm. Was soll ich ja machen als Mann, wenn ich da angegriffen werde? Nee, ist ja auch vollkommen verständlich. Aber Sie wurden jetzt angegriffen, letztendlich nur, weil Sie die Carina festgehalten haben. Ich habe nichts gemacht. Die ist auf einmal vollkommen ausgeflippt.
Wir waren beim Einsingen, dann ist sie aus der Kabine rausgestürmt, hat vorher auf ihr Handy geglotzt und wollte einfach abhauen. Dann habe ich versucht, die festzuhalten. Wo haben Sie sie denn festgehalten? Am Arm, aber ich habe ihr, Sie können sich die Frau angucken, ich habe der nichts getan, die ist so. Wenn ich die fest am Arm angepackt hätte, wird man das wahrscheinlich sehen. Gut, Herr Rath, aber ich frage mich, warum haben Sie sie denn überhaupt festgehalten? Ich meine mal so, wenn die Karina gehen möchte, dann möchte sie ja gehen. Weil wir heute den ganzen Tag das Studio gebucht haben. Hm. Das hat mich allein schon 5000 Euro gekostet. Nicht gehen lassen heißt was? Hat er sie eingesperrt? Er hat mich am Arm festgehalten und zwar auch ziemlich fest, sodass ich das Gefühl hatte, er möchte jetzt definitiv nicht, dass ich rausgehe. Ja. Und das hat halt alles zueinander gepasst. Sie sind ganz weiß. Geht Ihnen nicht gut? Ja, trink doch noch mal einen Schluck, Carina. Ich weiß nicht, das ist bestimmt ein bisschen dehydriert. Ich trinke auch Aufregung. Ja. Die Seite, wie heißt die, dass ich mal nachgucken kann? Das müsste ich noch mal kurz nachgucken. Ja. Erotik XXX. Okay. Hm. Ja, ist natürlich wirklich nicht schön, wenn man unbemerkt da fotografiert oder gefilmt wird. Und Sie sind auf diese Seite gestoßen und haben das dann gesehen? Genau, also ich dachte mir, das gibt's doch nicht, das ist doch Carina. Okay, ich gebe Ihnen mal zu. Entschuldigen mir. Ja, dann warten Sie kurz. Ich geleite Sie kurz raus. Oh, 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 oh. Alles deutet auf einen Kreislaufzusammenbruch der Schlagersängerin hin. War der Stress zu viel für die 27-Jährige? Tanja, kannst du mal kommen? Ja, klar. Ganz kalte Hände. Ein bisschen so zur Seite. Okay. Kannst du mir ein Glas Wasser vielleicht mal eben holen für die Dame? Alles okay? Ist alles verschwommen. Okay. Was denn? Sexuelle Belästigung. Oh, Herr Rath. Also, ganz im Ernst, wie Sie ja vielleicht auch sehen, ist das viele, viele Jahre her. Ne? Naja, und, ja, vielleicht schon, aber ja. Also, glauben Sie mir, wer das einmal macht? Der macht das immer wieder, natürlich. Nein, das, ne? das waren jetzt Ihre Worte, nicht meine. Ich will Ihnen das ja auch gar nicht unterstellen, aber ja, Sie sind das wäre nett. Sie sind in diesem Bereich schon vorbelastet, wie man hier unschwer erkennen kann. Ich habe hier die Vermutung, dass Sie haben mit ihr Sekt getrunken, ihr vielleicht irgendwas eingeflößt haben. Betäubungsmittel, ist das ein Thema für Sie? Also ich miete ein Studio an für 5000 Euro am Tag, ne, möchte da Musik produzieren, mit der ich Geld verdienen will, unter anderem. Und dann setze ich hier mein bestes Pferd im Stall schachmatt mit Betäubungsmitteln. Ich weiß ja nicht, vielleicht singst du da besser, ich weiß es ja nicht. Das ist ja eine sehr kreative Geschichte. Also, aber kommen wir mal auf diese Bilder zurück, Herr Rath. Wissen Sie was, irgendetwas darüber und warum sollte man denn beim Einsingen, ein Outfitwechsel haben. Also wird da nicht nur die Stimme aufgenommen? Guter Gedanke. Gut. Also, einfach damit man es gibt ja dann noch mal ein Videodreh, ja, oder nicht? Ja, einfach damit man auch ein bisschen besseres Gefühl bekommt. Ja, wofür? Es wird heutzutage das meiste Geld auch mit Live-Auftritten verdient. So, und dann kann man sich natürlich ja schon mal dran gewöhnen. Ja, natürlich, aber warum muss ich mich umziehen, wenn ich einen Song aufnehme, was ohne Videoinhalt ist? Wenn er die Leute da auf die Besetzungscouch, vor allem die Frauen, zwingen sollte, da habe ich überhaupt kein Verständnis für. Und da wird er auch tatsächlich meinen langen Arm des Gesetzes spüren. Wie kommen Sie denn mit Ihrer Mitarbeiterin zurecht? Die hat nämlich diese Videos gefunden. Ist das vielleicht ein Thema? Die war mal bei ihm beschäftigt, hat er gesagt. Die war das habe ich mir aufgeschrieben, die Tontechnikerin, die Denise Henker. Die auch gerne mal groß rauskommen wollte, ja, und so weiter, bla bla bla. So, habe ich aber entlassen, weil die irgendwann untragbar wurde. Aber so, dass die beiden Freundinnen sind, Mädchen, wissen Sie schon, dass sie also immer wieder in Kontakt kommen. Ja, die hat ja auch damals die Carina vorgeschlagen noch. Ja, nur wegen ihr habe ich die Carina eigentlich ja überhaupt mal zum Vorsingen kommen lassen. So, okay. Ich musste das Mädchen nachher entlassen, weil die einfach mehr Tabletten als Lebensmittel zu sich genommen hat. Tabletten. Bevor Ilka Fischer die beste Freundin zur Rede stellt, soll Forensikerin Ava Kremin den Flascheninhalt überprüfen. Die Polizeioberkommissarin hat einen Verdacht. Ja, ist das was? Erheblich. Also ich hatte meine Schlafstörungen auf jeden Fall. Ja. Und habe da eben ab und an mal eine Beruhigungstablette genommen, einfach damit ich nachts besser schlafen kann. Ich hatte da dann starken Schlafmangel.
auch Kopfschmerzen. Aber außer Schlafmittel nicht? Irgendwelche Betäubungsmittel darüber hinaus? Opiate, irgendwelche Drogen? Nein, überhaupt nichts. Also wie gesagt, aufgrund meiner leichten Schlafprobleme habe ich ab und an mal eine Tablette zur Beruhigung genommen, aber... Aber Sie wollten ja auch ins Business einsteigen. Sie wollten ja auch Schlagersternchen werden, oder? Habe ich das jetzt falsch verstanden? Ja, aber was tut es jetzt zur Sache? Also... Hat er Sie dann da abserviert? Ist das da irgendwie schräg gelaufen oder was? Ja, also der Jens ist halt ein ziemlich oberflächlicher Mensch und ich habe mich mehrmals bemüht, dass er mich mal vorsingen lässt, weil ich meiner Meinung nach auch singen kann. Aber er hat mir dann relativ schnell klar gemacht, dass ich es optisch nicht weit zu was bringen werde und deshalb hat er mir da auch nie die Chance dazu gegeben. Das hat er so gesagt? Das hat er so gesagt. Bei der Karina war das natürlich was ganz anderes. Also sie wollte er auch erst nicht vorsingen lassen. Dann habe ich ihm ein Foto von ihr gezeigt. Ja, und dann wurde sie natürlich auf einmal eingeladen. Also darf ich bitte noch mal ihr Handy sehen? Ich würde da kurz noch mal eben wegen dem Foto einmal wegen dieser Seite was recherchieren wollen. Darf ich kurz stören? Ja, selbstverständlich. Ja, sag ruhig. Und zwar, du hattest mich ja beauftragt, das Wasser mal näher anzuschauen. Ja. Und du hattest recht. Also, ehrlich? Ja. Nein. Ja, da ist ein Schlafmittel drin nachzuweisen. Oh, okay. Doch nicht nur das mit Schlafmittel versetzte Wasser erhärtet den Verdacht gegen die beste Freundin. Auch die Fotos auf dem Handy der 29-Jährigen werfen Fragen auf. Das ist jetzt mit einer Kamera aufgenommen. Wieso haben Sie Originalbilder? Wo haben Sie die her? Weil sie es halt einfach verdient hat. Ihre Freundin hat es verdient. Okay. Machen Sie mit Jens gemeinsame Sache oder? Mit oder dem oberflächlichen Affen auf keinen Fall. Also einer wie den anderen kannst du beide in den Sack stecken und draufglocken und triffst immer den richtigen. Ach die so. Arme Karina, och jö, die hat es ja immer so schwer in ihrem Leben gehabt, ne? Bei den Jungs ist sie immer als erstes gelandet, der Lehrerliebling war sie. Und warum? Alles aufgrund ihres wunderschönen Äußeren, ne? Und ganz ehrlich, singen kann die aber gar nicht, die trifft aber ist das keinen ihr Problem? Ton. Natürlich ist das mein Problem. Warum? Monatelang wollte ich bei ihm vorsingen. Jedes Mal habe ich gesagt, Jens, gib mir eine Chance, mal ins Mikro zu kommen. Eine. Nee, ich war ja immer nur die Tontechnikerin. Die war nicht hübsch genug für die Bühne. Aber jetzt mal den Unterschied. Ob sie jetzt bei Jungs landet oder nicht, oder das ist überhaupt, steht hier gar nicht zur Diskussion. Diskussionsgrund ist hier, wenn Sie meinen, Sie haben Talent, dann gehen Sie woanders hin, gehen Sie nicht zu Jens. Aber das, was Sie jetzt hier abziehen, ihn zu beschuldigen, und vor allen Dingen ihrer Freundin da irgendwas ins Glas oder in die Flasche zu mischen. Ja, mein Gott, die haben es beide verdient, ganz ehrlich. Ja, also, aber Sie haben gerade schon mitbekommen, wenn Ihre Freundin rausgerannt wäre, mit dem Auto gefahren wäre, wäre irgendwo gegengefahren, die hätten Sie auf dem Gewissen gehabt. Also nicht nur, dass es eine Körperverletzung darstellt, das ist völlig niederträchtig. Die beste Freundin muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung, falscher Verdächtigung und Verletzung des Persönlichkeitsrechts vor Gericht verantworten.